Wir sind doch hier in Österreich, ja? Was machst du mit dem MSV Duisburg? Wir sind in Österreich, wir sind in der Admiral-Bundesliga und wenn ich es definitiv nicht besser wüsste, würde ich sagen, Marcel hat einen österreichischen Pass. Ja, guten Morgen, Carsten. Maximal einen österreichischen Skipass, das kann auf jeden Fall sein. Aber ich kann dir sagen, ich habe meinen Staatsbürgerschaftsantrag eingereicht, habe auch alle Kriterien erfüllt. Das heißt, ich kenne mich im Fußball aus, ich mag das Essen aus Österreich. Nur bei der Sprache, Carsten, da hakt es noch ein bisschen. Ja, wir können ja auch mal Ralf Rangnick fragen, ob der für dich bürgt. So, 5 von 6. Beim letzten Mal hattest du 6 von 6. Also diese Liga ist einfach deine Liga. Kann man so sagen. Ja, also schaut euch gerne nochmal an hier in der Auswertung. Ihr seht es nochmal ja, mit grün belegt quasi die ganzen richtigen Tipps. Und ihr seht vor allen Dingen auch wieder, die höchste Quote des Spieltages habe ich bereits wieder getroffen. Deswegen, ja, ich hoffe, dass ich das irgendwie beibehalten kann. Wird natürlich von Woche zu Woche schwerer, diese unfassbar hohe Quote, diesen unfassbar hohen Schnitt zu halten. Aber ich werde mein Bestes geben. Ja, und wahrscheinlich muss das auch Rapid Wien tun, denn Rapid spielt gegen den Tabellenführer, gegen RB Salzburg. Und Carsten, für Robert Klaus ist das natürlich ein ganz besonderes Spiel. Den neuen Trainer von Rapid Wien, der ist seit 2010 eigentlich ein Trainer der RB-Schule. Ja, damals hat er angefangen als Co-Trainer der U14 von RB Leipzig, hat sich dann hochgearbeitet bis zum Assistenztrainer von Ralf Rangnick, später sogar von Julian Nagelsmann bei der ersten Mannschaft von RB Leipzig. Deswegen erkennt diesen RB-Fußball aus dem FF und könnte jetzt tatsächlich der erste Rapid-Trainer seit dem ehemaligen Fußballgott. Ich habe mich ein bisschen ja, informiert. Dem ehemaligen Fußballgott von Rapid, Peter Schöttl, aktueller ÖFB-Sportdirektor, der hat 2011, 2012 als neuer Trainer die ersten drei Bundesligaspiele allesamt siegreich gestalten können. Genau das könnte Robert Klaus jetzt auch schaffen, denn die ersten beiden Spiele unter seiner Leitung waren tatsächlich erfolgreich. Allerdings muss man sagen, in beiden Fällen hat mich Rapid Wien jetzt nicht unbedingt überzeugt, wobei das auch mit an den Plätzen lag, die momentan sehr schlecht sind. Die Spiele wurden ja auch nach hinten verschoben. Die fanden jetzt nicht unbedingt am Samstag, Sonntag, sondern teilweise sogar erst am Dienstag statt. Und deswegen wird es eine schwere Aufgabe für Rapid Wien, zumal sie nur zwei der letzten acht Heimspiele gewinnen konnten, auch nur eines der letzten sieben. Das heißt, zu Hause haben sie auf jeden Fall Probleme. Und es geht gegen Salzburg. Und da muss man sagen, Salzburg, bei aller zu Recht berechtigten Kritik, die sie momentan erfahren, sind sie trotzdem wieder Tabellenführer, haben gute Chancen auf den dritten Platz in der Champions League und stehen auch im Pokal-Viertelfinale. Plus, Salzburg ist auswärts noch ungeschlagen. Die einzige Niederlage gab es auswärts bei Inter Mailand in der laufenden Saison. Und vor allen Dingen haben sie letztmals Anfang Oktober in der Fremde auf nationaler Ebene auswärts ein Gegentor kassiert. Und deswegen sage ich, X2 und unter 3,5. Salzburg holt mindestens einen Punkt aus Hütteldorf und es fallen maximal drei Tore. Dafür gibt es eine Quote von 2,0. Und es sei noch erwähnt, Carsten, was sehr, sehr interessant ist, Salzburg hat 14 der letzten 17 Ligaduelle gegen Rapid Wien gewonnen, plus dreimal unentschieden gespielt. Wettbewerbsübergreifend ist Salzburg seit 20 Pflichtspielen gegen Rapid Wien ungeschlagen. So, das war jetzt das Stehgreif-Referat von Marcel zu diesem Match. Machen wir es vielleicht ein bisschen kürzer und knackiger bei Austria Klagenfurt gegen Austria Wien. Austria Wien mit einem herben finanziellen Verlust, also knapp 7 Millionen. Aber ich glaube, das macht denen alles nichts. Also die Aussage eines Funktionärs war es, Austria Wien gibt es schon seit 100 Jahren und die werden auch noch weiter bestehen. Ja, Carsten, trotzdem herrscht weiterhin große Unruhe am Verteilerkreis. Du hast die finanzielle Schieflage angesprochen, die besteht ja schon seit einigen Jahren mittlerweile. Jetzt gab es noch Gerüchte, dass man die eigene Arena noch verkaufen möchte. Dann diese anhaltenden Gerüchte um um die Gespräche, die wohl stattgefunden haben zwischen Kaiserslautern und dem Trainer Michael Wimmer. Ja, im Endeffekt hat sich Kaiserslautern für Gramozis entschieden. Das heißt, Wimmer bleibt Trainer. Trotzdem hat auch das sicherlich ein kleines Geschmäckle, um im Schwäbischen zu bleiben. Und zudem, die Austria Sport nicht weit hinter den eigenen Erwartungen zurück. Momentan nur Achter, 4 Punkte hinter Platz 6, die Top 6 berechtigt ja zum Weiterspielen in der Meistergruppe, also in dieser entscheidenden Gruppe. Und deswegen lastet großer Druck auf der Austria aus Wien, weil sie jetzt gegen den Tabellenfünften spielen, Klagenfurt. Und die haben 4 Punkte mehr. Dementsprechend ist es ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Und trotzdem muss man sagen, die Wiener tun sich nach wie vor sehr schwer mit dem Torerzielen. 14 Treffer erst markiert in 16 Partien. Und in den letzten 6 Bundesligaspielen der Austria fielen maximal 2 Tore und auch in 11 der letzten 16 Bundesligaspiele von Austria Wien wurde die Marke von über 2,5 nicht geknackt. Deswegen auch diesmal wenige Tore, 2,05 für das unter 2,5. Sturm Graz empfängt Altach.
auch Graz momentan mit großen Problemen. Ja, haben letzte Woche in der Europa League diese unnötige Niederlage kassiert zu Hause gegen Rakow mit 0:1. Damit haben sie die Chance weggeschmissen auf das Weiterspielen in der Europa League, haben jetzt maximal noch die Chance auf die Conference League. Dann gab es letzte Woche ein 1:1, auch damit war man wirklich nicht wirklich zufrieden. Javi Serrano hat eine rote Karte bekommen, junger Spanier, interessanter Spieler, der hatte Roni Waldo verletzt, da kommen wir später noch dazu, wenn wir über Blau-Weiß-Linz sprechen. Und deswegen Sturm Graz wird jetzt gegen Altach das Spiel schon gewinnen, allerdings gehe ich nicht davon aus, dass es einen deutlichen Sieg geben wird. Und deswegen Sieg Sturm Graz in Verbindung mit dem unter 4,5 zu einer Quote von 1,78. Unser aktueller Lieblingsverein Hartberg empfängt Wolfsberg. Hartberg empfängt Wolfsberg, unser Lieblingsverein nach dem MSV Duisburg, Carsten. Ja, Hartberg, 13 Punkte aus den letzten 5 Heimspielen, 3-mal sogar zu 0 gespielt, also sehr, sehr heimstark. Das Hinspiel hat zudem Hartberg in Wolfsberg mit 3:0 gewinnen können. Auch da hat man sicherlich positive Erinnerungen. Und Wolfsberg hat zuletzt allerdings mal wieder verloren. Nach 3 Siegen in Folge gab es 0:1 gegen Salzburg. Trotzdem haben sie sich wieder gut verkauft. Und deswegen glaube ich, dass es auch hier ein sehr enges Spiel geben wird. Und deswegen lautet mein Tipp, Halbzeit oder Endstand X, also zur Halbzeit oder nach 90 Minuten steht es unentschieden. Und dafür bekommen wir eine Quote von 1,72. Ja, und jetzt sind wir in den unteren Tabellenregionen, Blau-Weiß-Linz gegen Tirol. Also das ist schon eng. Genau, und ich habe ja eben das Foul, das rotwürdige Foul von Javi Serrano angesprochen gegen Roni Waldo, den mit Abstand wichtigsten Torschützen von Blau-Weiß-Linz, der die Mannschaft hochgeschossen hat in die erste Liga, der auch jetzt der beste Torschütze in der Bundesliga war. Und der hat sich eben so schwer verletzt, dass er wahrscheinlich nicht mehr, oder was heißt wahrscheinlich, er wird in diesem Jahr nicht mehr zurückkehren. Es gibt ja nur noch diesen Spieltag. Dann ist die Winterpause, das heißt, er kommt frühestens zum Frühjahr dann zurück und das tut ihm natürlich weh, gerade in diesem wichtigen Spiel jetzt gegen WSG Tirol, denn Tirol steht auf dem vorletzten Platz, 9 Punkte hinter Blau-Weiß-Linz, das heißt, der Aufsteiger kann da schon so eine kleine Vorentscheidung herbeiführen, wenn sie dieses Spiel gewinnen sollten und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, denn Blau-Weiß-Linz ist seit 6 Heimspielen ungeschlagen, haben 10 von 18 möglichen Punkten geholt und 7 Punkte aus den letzten 3 Partien. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass sie auch dieses Spiel gewinnen werden. Blau-Weiß-Linz gewinnt zu 0. Auch diesmal baue ich wieder eine sehr hohe Quote ein, nämlich eine 3,60. Boah, da haut er aber mal wirklich einen raus. Ungefähr genauso die gleiche Quote, wie dass Duisburg gegen Aue ein Tor schießt. Also, wir sind doch hier in Österreich, ja? Was machst du mit dem MSV Duisburg? Das ist nun wirklich sehr weit auseinander. Also, das letzte Spiel, das lautet dann Austria Lustenau, der Tabellenletzte gegen den LASK. Ja, Lustenau, das habe ich bereits in den letzten Wochen gesagt, die können einem eigentlich nur leid tun. 16 Spiele, 3 Unentschieden, 13 Niederlagen, schlechteste Offensive, schwächste Defensive. Zu Hause 8 Spiele, 8 Niederlagen, 4:25 Tore. Deswegen wird selbst der momentan nicht sonderlich formstarke LASK, der auswärts große Probleme hat, nur auf Position 7 der Auswärtstabelle. Das wird sich auch der LASK nicht nehmen lassen, in Lustenau die Punkte zu entführen. Allerdings wird es wahrscheinlich ein enges Spiel geben. Eher so 0-1, 0-2, 1-2, maximal 0-3. Und deswegen 2,32, Sieg LASK in Verbindung mit dem unter 3,5. Okay, also das war der Piefke, der so erfolgreich die Admiral-Bundesliga tippen kann in den letzten Wochen. Hier ist die Übersicht der 6 Spiele, der 6 Tipps. Euch ein tolles und vor allen Dingen erfolgreiches Wochenende.